Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch meine Ostertorte für das Jahr 2024. Einige andere Osterrezepte kennt ihr schon, habt ihr schon gesehen. Ich verlinke sie euch gerne hier oben in meiner Osterplaylist. Dort gibt es noch viele, viele andere Anregungen, auch die ganzen Klassiker, Eierlikörtorte, Möhrentorte und so weiter. Da gibt es schon einiges zu entdecken. Aber heute wollen wir eine neue Torte backen. Und zwar habe ich mir meinen Sugar Princess Helen Biscuit in 220er Formen vorgebacken gestern. Dann werde ich sie füllen mit Quarksahne, Mascarpone-Creme mit schön viel Zitrone und Vanille. Und dekoriert wird die Torte natürlich wunderschön mit viel Frucht, Ostereiern und was einem sonst noch so einfällt. Da könnt ihr ein bisschen variieren, auch bei der Creme im Übrigen. Die kann man auch wunderbar mit Früchten anreichern oder mit Schokoladensplittern. Also da ist auch viel Spielraum für euch. Das Rezept müsst ihr nicht mitschreiben. Es ist wie immer hier unten unter dem Titel in der Infobox verlinkt. Vergesst bitte auch nicht, den Kanal direkt zu abonnieren, denn jeden Sonntag gibt es hier ein neues Torten- oder Kuchenvideo. Und damit ihr keins verpasst, dann gleich auch die kleine Glocke hier aktivieren. Wir starten direkt mit unserer leckeren Quark-Mascarpone-Sahnecreme. Für die Creme verwende ich 350 Gramm Mascarpone und 350 Gramm Quark, und zwar habe ich hier Halbfettstufe genommen. Und diese Zutaten dürfen ruhig etwas wärmer sein, damit sich die Sofortgelatine jetzt gleich gut lösen kann. Also am besten eine Stunde vor dem Anrühren der Creme schon mal rausstellen. Hinzu kommt 70 Gramm Zucker und natürlich etwas abgeriebene Zitronenschale. Ungefähr die Hälfte einer Zitrone. Ich habe immer Bio-Zitronen, dann kann man die Schale gut verwenden. Und den Rest der Zitronenschale nicht wegwerfen, sondern auch auf ein Tellerchen abreiben und dann einfach an der Luft trocknen lassen und in ein Glas abfüllen, wenn sie getrocknet ist. So habt ihr getrocknete Zitronenschale daheim. Dann gebe ich noch etwas Vanille hinzu, und zwar so ungefähr einen Teelöffel Vanillepaste. Dies alles verrühre ich jetzt schon mal miteinander, dass sich der Zucker schön auflöst und sich alles gut verbindet. Wunderbar, das ist schon mal die Basis für unsere Creme. Jetzt kommt hier die Sofortgelatine dazu. Einfach dazugeben. Ich habe jetzt hier so 40 oder 45 Gramm, sind so etwa anderthalb Päckchen. Und die lasse ich einfach während des Schlagens dazu rieseln. Die Creme ist jetzt ziemlich fest, aber keine Sorge, jetzt kommt ja noch die Sahne dazu. Wichtig ist, dass der Mascarpone und der Quark schön Zimmertemperatur haben, dass sich die Gelatine schön auflösen kann. So erstmal, jetzt schlagen wir uns die Sahne steif, und zwar 300 Gramm. Die Sahne ist steif genug, sie muss nicht super steif geschlagen werden, denn wir heben sie jetzt eh noch unter. Und da haben wir wieder unsere Creme. Und hier geben wir jetzt einfach die Sahne noch oben drauf und verrühren die gerade damit. Also super einfach gemacht und schnell. Und jetzt einfach gerade verrühren. Und das reicht auch schon. Das ging super schnell. Und wer möchte, kann jetzt einfach hier noch Früchte unterheben. Klein geschnittene, zum Beispiel Erdbeeren oder Himbeeren. Oder auch zartbitter Schokoladeraspel. Gerade nochmal mit dem Spatel so ein bisschen verrühren alles. Schauen, dass sich alles gut verbindet. Wunderbar, eine leckere Creme. Jetzt sind wir schon fertig mit unserer super leckeren Mascarpone-Quarksahne-Tortencreme. Und können die Torte schon füllen. Ja, und wie gesagt, die Böden habe ich mir am Vortag gebacken und schneide sie jetzt vorsichtig aus der Form. Das ist eine 20 cm Backform. Ihr könnt genauso gut eine Springform verwenden. So, dann schauen wir mal. Und da kommt der Boden schon raus. Gerade unser Backpapier abziehen. Und ihr seht, es ist ein wunderschöner Boden geworden. Den zweiten Boden genauso rausholen. Und ich habe die Böden mit Vanille- und Zitronenschalenabrieb verfeinert, damit sie auch schön zu der Creme passen. Kommt jetzt auch wieder schön raus. Ups. Da kommt der Boden. Wunderschön. Ihr seht, zwei schöne, dicke,
hohe und absolut gleichmäßige Böden haben wir jetzt. Jetzt müssen wir erstmal schneiden. Dazu kommen unsere Häschen mal kurz zur Seite. Ja, da seht ihr die fluffigen Biskuitböden. Genau dasselbe mache ich natürlich mit den anderen noch, sodass ich eben dann die vier Böden habe. So schön sehen unsere vier Böden nun aus. Wir können die Torte füllen. So, den ersten Boden nun auf unsere Tortenpappe platzieren. Bei mir kommt jetzt auf den untersten Boden Pistazienmus, dann die Creme, der nächste Boden, dann kommt Himbeermarmelade, dann wieder die Creme und so weiter im Wechsel, dass nachher beim Anschnitt dann eine wunderbare Optik entsteht. Und dazu werde ich mir das Pistazienmus jetzt gerade ein bisschen warm machen. So könnte man es jetzt schlecht hier drauf streichen. Ich habe mir die Creme gerade ein bisschen warm gemacht und durchgerührt. Schön verstreichen. An Ostern darf es ruhig grün vermischt mit rosa sein, so wie diese Torte auch aussieht. Beim Anschnitt gibt das dann eine tolle Optik. Jetzt brauchen wir natürlich unseren Tortenring. Ich habe jetzt hier mal einen hohen Tortenring. Der ist 15 cm hoch, aber wenn ihr einen kleineren habt, dann könnt ihr auch mit Folie arbeiten. Tortenringfolie. Festziehen, aber nicht zu fest, wie immer. So, und jetzt kommt hier etwas von der Creme oben auf. Also so etwa ein Drittel. Und da wir jetzt nicht mehr so gut rankommen, kann man auch die Creme mit dem Spatel schön glatt streichen. Vielleicht habt ihr ja auch so einen Spatel, mit dem man in einen hohen Ring hineinkommt. Schön glatt streichen. Jetzt kommt der nächste Boden oben auf. Und die Böden sind einfach wunderschön. Und hier gebe ich jetzt keine Pistazienmus, sondern Himbeermarmelade drauf. Und zwar eine Himbeermarmelade ohne Stücke. Ich habe hier immer so eine Art Gelee fast. Die ist sehr lecker. Die nehmen wir auch so zum Frühstück. Und die jetzt auch gerade einfach schön verstreichen. Kann auch mit dem Löffel sein. Also wie ihr halt am besten jetzt in die Torte reinkommt. Und dabei auch so ein bisschen andrücken. Das lässt sich natürlich mit der Palette immer besser machen. So, wunderbar. Wieder ein Drittel unserer Creme drauf. Und wir können mal gucken, ob wir jetzt schon reinkommen mit dem Spatel. Das hängt immer so ein bisschen von der Höhe, der Form ab, ob man rankommt oder nicht. Gerne auch Erdbeeren oder Himbeeren in die Creme kleinschneiden. Und mit dazugeben, das schmeckt auch fantastisch. Wieder ein Boden darauf. Die Torte wird richtig schön hoch. Und jetzt wollen wir wieder unser Pistazienmus verwenden. Und ich sage euch, das schmeckt super lecker. Ich liebe das besonders an Ostern. Ich finde, das passt einfach gut dazu. Wieder verstreichen. Jetzt komme ich allmählich auch schon gut rein in die Torte. Und dabei so ein bisschen versuchen auch anzudrücken. Sehr fein. Wieder von unserer Creme. Also ich lasse mir etwas von der Creme noch übrig für den obersten Boden zum Draufstreichen. Also dritteln, aber so ein bisschen was noch übrig lassen für ganz oben. Wobei wir haben da auch noch die Sahne. Insofern müsste das nicht unbedingt sein. Möglich ist natürlich auch in die Creme Pistazien reinzugeben, dann noch zusätzlich oder eben Schokolade oder eben in die Himbeercreme dann jeweils Himbeeren und in die Pistaziencreme jeweils Pistazien. Also da könnt ihr wirklich richtig kreativ werden. Ich bin schon sehr gespannt auf eure Ideen dazu. Jetzt kommt hier oben abschließend unser letzter Boden oben auf. Etwas andrücken und ich gebe jetzt noch den Rest der Creme oben auf. Und verstreiche das noch einmal und dann darf die Torte bei mir erstmal in die Kühlung
Und bei dieser festen Creme reichen auch so 2 bis 4 Stunden Kühlung. Dann könnt ihr die Torte schon weiterverarbeiten. So, hier mache ich gleich noch ein bisschen sauber. Dann werde ich es abdecken und in den Kühlschrank stellen. Und dann sehen wir uns wieder zum Eindecken und zur finalen Dekoration. Die Torte war bei mir über Nacht im Kühlschrank schön abgedeckt mit einem Tortenretter. Sie ist super schön fest geworden. Und bevor wir sie jetzt aber final mit der Sahne eindecken und dann auch obenauf schön dekorieren, werden wir uns den Krokant herstellen. Und zwar diesmal einen Haferflocken-Krokant, den wir uns selber machen. Denn der muss etwas abkühlen und deswegen starten wir nun einfach damit. So, hier habe ich meine beschichtete Pfanne und hier habe ich meine 100 Gramm groben Haferflocken. Dazu kommt 30 Gramm Zucker. Die mischen wir gerade so ein bisschen durch, dass unser Zucker gleichmäßig verteilt ist. So, die Pfanne ist langsam heiß. Jetzt kann ich die Haferflocken mit dem Zucker hinzugeben. Und gerade noch mal so ein bisschen verteilen. Der Zucker fängt jetzt an zu schmelzen, an zu karamellisieren und dann entsteht unser wunderbarer Haferflocken-Krokant. Und ich finde, zu Ostern ist das mal was ganz anderes und richtig schön. Aber selbstverständlich könnt ihr auch einen ganz normalen Krokant verwenden, Haselnuss-Krokant, den man sich im Übrigen auch selber machen kann. Den Herd wirklich auf höchste Stufe stellen, damit unser Zucker dann auch anfängt zu schmelzen. Das braucht wirklich eine hohe Temperatur. Und dann aber auch schauen, dass es nicht zu heiß wird, dass unsere Haferflocken nicht anbrennen. Und sobald der Zucker anfängt zu schmelzen, können wir dann auch die Temperatur so ein bisschen reduzieren. Und ihr seht, hier fängt jetzt der Schmelzprozess an und dann einfach so ein bisschen hin und her schieben, bis unser Haferflockenkrokant anfängt zu duften. Und so ganz leicht darf er natürlich auch bräunen. Und dann kann ich gleich die Haferflocken auch umschütten aufs Backpapier. Ich stelle mal ganz aus den Herd und nutze jetzt noch die Restwärme der Pfanne. Ständig bewegen, damit nichts anbrennt. Und einfach noch so ein bisschen rösten, dass wir so ein bisschen Röstaromen in die Haferflocken reinkriegen. Und ihr seht, jetzt werden die so ein bisschen härter und werden auch etwas dunkler. Und jetzt ist mein Krokant auch langsam fertig. Nicht anbrennen lassen, also nicht aus den Augen lassen, das ist gefährlich. Dann ist er gleich verbrannt. Und ich denke, es ist soweit. Wir können ihn umschütten auf unser Backpapier. Gerade vorsichtig auf das Backpapier verteilen. Und jetzt zum Abkühlen natürlich so ein bisschen auseinanderschieben. Das einfach gerade abkühlen lassen und wir machen uns jetzt schon in der Zwischenzeit an das Eindecken der Torte. So, unser Törtchen wird aus dem Ring geschnitten. Dafür brauchen wir natürlich jetzt ein langes Messer. Ich hoffe, meins reicht. Vorsichtig öffnen. Dann schauen wir mal, wie unser Rolling aussieht. Und hier seht ihr jetzt diese fantastische Optik. Grün, rot, grün und weiß. Richtig schön, österlich. So, die Sahne, 350 Gramm habe ich jetzt hier mit einem Tütchen Sahne fest und etwas Zucker. Einfach nach Belieben, was ihr gerne habt. So ist die Sahne gut geschlagen für den Rand und ich lasse mir das dann einfach immer noch stehen hier und kann dann nachher noch fester aufschlagen. Also erstmal die Seiten mit einer dünnen Schicht Sahne bedecken, damit wir einfach wie immer die Krümel binden. Und die muss wirklich nicht so dick sein, denn wir haben ja noch unseren Haferflockenkrokant, der noch mit dran kommt. Eine größere Palette musste her, denn die kleine, die reicht für diese Riesentorte nicht mehr, um dann abzuziehen und vernünftig einzustreichen, ohne sich da einen abzubrechen. Ein bisschen mehr darf es jetzt sein. Wir haben ja jetzt die Krümelkruste dran. Da kommt jetzt die zweite Schicht. Gerne auch an heißeren Tagen oder in heißeren Regionen nochmal kühlen zwischendurch. So, wir sind einmal rum. Ein bisschen was kommt jetzt auch noch hier oben drauf. Einfach nur noch so ein Hauch.
damit wir einfach dieselbe Farbe haben, falls noch was durchschimmern sollte. Das kommt natürlich immer darauf an, wie dicht ihr die Torte dann belegt mit eurer Dekoration. Aber einfach, dass wir hier noch diese finale Schicht Sahne oben aufgeben. So. Jetzt noch einmal abziehen, entweder mit der Palette oder mit der Teigkarte, je nachdem, wie hoch eure Teigkarte ist. Ziehen wir mal noch einmal konsequent ab. Wunderbar. Gerade nochmal die groben Überhänge so ein bisschen in die Mitte streichen. Und dann haben wir unsere Torte auch fertig für die Dekoration. Hier unten noch einmal kurz sauber machen, damit dann der Krokant nicht dran hängen bleibt. Und dann sehen wir uns wieder, um den Krokant an den Rand anzubringen. Ja, ich würde das also bei dieser hohen Torte mit der Hand versuchen und dann immer so ein bisschen runterfallen lassen und gerade wieder in die Hand und vorsichtig andrücken, dass wir die Oberfläche nicht so arg verletzen. Und ich finde, das ist eine super Optik. Mal was ganz anderes. So, ich bin einmal rum und gucke jetzt nochmal, wo Löcher sind. Und dann sehen wir uns wieder für die Dekoration oben auf. So, ich habe noch den Rand so ein bisschen dekoriert mit unserem leckeren Krokant. Und mein übriges Dekorationsmaterial steht hier um mich rum. Himbeeren, Himbeer-Ostereier aus Marzipan, Erdbeeren, Osterhäschen natürlich. Hier habe ich so leckere weiße Mandel-Ostereier. Dann habe ich natürlich noch ein paar Pistazien für den grünen Effekt. Die habe ich noch übrig gehabt von dem Osterkranz, den ich gemacht habe. Dann habe ich weiße Eier mit Erdbeergeschmack. Die muss ich mir noch auspacken. Die sehen so aus. Weiß mit Erdbeer drin, also richtig lecker. Fangen wir mal an, einfach so ein bisschen die Himbeereier zu verteilen. Die sind übrigens super lecker. Himbeermarzipaneier, die schmecken richtig lecker. Alle Produkte, die ich benutze, verlinke ich unten in der Infobox, damit ihr sie finden könnt. Nebendran immer gleich mal so noch so ein Mandelei. Dann geht es weiter mit möglichst kleinen Himbeeren. Und sollten sie zu groß sein, dann schneidet sie euch einfach so ein bisschen kleiner und halbiert sie vielleicht. Und ihr seht, das sieht jetzt schon wunderschön aus. Einfach klasse. Die Erdbeeren werde ich mir jetzt gerade noch halbieren und dann weitermachen. So, weiter geht's mit den Erdbeeren. Dazu kommen natürlich dann die Erdbeer-Ostereier. Die habe ich mir jetzt ausgepackt. Die sehen super schön aus, die sind so marmoriert. Erdbeergeschmack, schmecken auch fantastisch. Weiter geht's mit der Mitte. Da müssen natürlich erstmal unsere Häschen rein. Einen Schokohasen müssen wir natürlich in die Mitte setzen, das ist klar. Und zwei süße weiße Häschen noch dazu. Und jetzt kommt noch einfach in die Zwischenräume alles Mögliche, damit jeder auch wirklich alles auf seinem Stück hat. Und ihr seht, das wird jetzt richtig eine bunte Spielwiese an Häschen und Ostereiern, also richtig süß. So sieht es jetzt aus. Ich muss mal von der anderen Seite schauen, von eurer Schauseite. Natürlich die Pistazien jetzt zum Schluss nicht vergessen, denn die sehen auch ganz lustig aus und passen noch toll dazu. Da könnt ihr aber auch Marzipan verwenden und einfach so ein bisschen Gras, grün gefärbtes Marzipan als Gras noch dazwischen spritzen. Aber ich finde, da wir Pistazienmousse in der Creme haben, passt das natürlich auch jetzt fantastisch dazu. Und unser letzter kleiner Pistazienkern. Und die Torte ist voll gefüllt und sieht einfach wunderschön aus, sehr, sehr österlich und wir werden sie gemeinsam probieren. So, mein Tisch ist gerichtet. Ich habe ihn richtig schön österlich hergerichtet in schönen Osterfarben, die dazu passen. Es gibt noch etwas Kaffee. Da muss man sich jetzt so ein bisschen den Weg durchbahnen, dann geht's los.
ein großes Stück. Das lässt sich einfach besser rausnehmen und fotografieren. Ihr könnt natürlich kleinere Stücke machen und sie dann einfach auch so wie ich auf den Teller legen oder sie mit jemandem teilen. Ich freue mich richtig aufs Probieren. Die Torte sieht so lecker aus und duftet so schön. Probieren wir mal von hier unten. Jetzt brauche ich eine große Gabel eigentlich. Gleich mal noch ein bisschen mehr. Also die Torte schmeckt wunderbar fluffig und cremig. Die Creme ist wirklich fantastisch lecker. Ich würde nur beim nächsten Mal, also für Ostern, auf jeden Fall Erdbeeren oder Himbeeren oder beides in die Creme noch packen. Dann wäre sie für mich absolut perfekt. Das war meine Ostertorte 2024. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen und sie wird euch auf der Ostertafel ganz viel Freude bereiten. Schickt mir gerne eure Fotos, wenn ihr sie nachgebacken habt. Schickt mir aber auch eure Fotos, wenn ihr andere Rezepte von mir nachbackt. Hier ist die Osterplaylist, da findet ihr noch ganz viele andere tolle Osterrezepte. Ich freue mich in jedem Fall über eure Fotos. Gerne auf Facebook oder Instagram mir einfach schicken. Die Links dazu findet ihr in der Infobox. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, der macht das jetzt einfach mal. Abonnieren drücken, die kleine Glocke aktivieren, denn dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochlade. Und vergesst bitte auch nicht, den Kanal zu empfehlen. 3 Freundinnen oder Freunde einfach mal weitersagen an die Leute, die auch gerne backen. Denn wir wollen das Wissen ja nicht für uns behalten, sondern es teilen, damit alle hier an den wunderschönen Rezepten teilhaben und auch unsere schöne Community genießen können. Ja, sagt's einfach weiter und schreibt mir gerne einen Kommentar. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Backen. Wir sehen uns nächste Woche wieder hier um 10 Uhr am Sonntag. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Tschüss!